geehrte Frau Stadtverordnete vorstellen, sehr geehrte Damen und Herren. Sie wollen also die Innenstadt attraktiver machen? Ja. Ich sage Ihnen, in dem Innenhof neben dem Hugenottenhaus, da ist ein sehr attraktiver Ort entstanden. Nicht attraktiv ist das Ruhehaus, das jetzt durch den Sturm zerstört ist und wo es private Eigentümer waren, die immer noch das Eigentum daran haben oder gegenüber, wo es auch im Eigentümerinteresse sind. Nein, die Hoffnung für attraktive Innenstädte liegt nicht bei privaten Investoren. Und ich finde auch, dieser Bebauungsplan ist ein Beispiel dafür. Herr Müller, Sie hatten gesagt, wir müssen nicht verschieben, weil es ist ja alles offen und jetzt beginnt die Beteiligung. Seien Sie doch so ehrlich, da steht ja, dadurch müssen Sie den ganzen zweiten Absatz raushaben. Da stehen doch die Ziele schon drin. Da steht schon fest drin, Erweiterung des Hotelbetriebs, Ziel 1. Da steht drin, städtebaulicher Akzent des höheren Eckgebäudes, Ziel 2, wo es Kritik aus dem Denkmalschutzbereich gibt. Da steht drin, Baulücke, und diese Baulücke ist der gut bespielte Biergarten an der Fünffensterstraße, soll in angemessener Höhe geschlossen werden. Das sind also die Ziele, die da schon sehr wohl vorgegeben sind. Genau, Gastronomie und Kultur, wir kommen auf die zweite Seite. Ein enormes Entwicklungspotenzial auf den unbebauten Flächen hat sich im Kontext der kulturellen Nutzung im Genottenhaus und im Zusammenhang mit der entstandenen Spontanvegetation in den letzten Jahren interimsmäßig ein attraktiver Ort entwickelt. Ja, ich glaube Ihnen, dass Sie auch Gastronomie wollen. Ich glaube Ihnen nur nicht, dass es so sein soll, wie sie jetzt ist. Und es ist eben nicht einfach eine unbebaute Fläche, sondern es ist eine Fläche, die kulturell genutzt wird, die ja einfach jedes Wochenende voll ist mit Leuten, die den Ort schätzen. Und genau deswegen wollten wir das hier heute nochmal schieben. Weil ich glaube, ganz viele, nicht nur das York, sondern auch andere, haben überhaupt erst aus der Zeitung erfahren, was da geplant ist. Und dass der riesen Hotelbetrieb mit Tiefgarage und was sonst noch alles dazugekommen sein soll. Und wenn das unser Umgang mit Kultur ist, also es war immer in den letzten Jahren ein Hauptpunkt, dass Räume fehlen. Es gab die Kulturkonzeption, etc., etc. Und was ist es? Es ist so oft nur zur Zwischennutzung, bis irgendwelche Businessinteressen kommen. Franz Ulrich, Salzmann, Nachrichtenmeisterei. Und jetzt der nächste Ort, der dort bedroht ist. Ja klar, das Hugenottenhaus muss saniert werden, aber deswegen muss man nicht den ganzen Biergarten weghauen, ein Wohnhaus weghauen und dort einen riesigen Hotelkomplex machen. Man könnte doch wirklich, wenn man sagt, das ist ein Ort, auch noch direkt neben dem Rathaus, direkt neben dem Brüder-Grimm-Platz, der die letzten Jahre so viel Thema war, das wirklich mit den Menschen zusammen als einen öffentlichen Ort entwickeln. Wie wollen wir denn, dass so ein Ort genutzt wird? Und ja, da sagen Sie, es ist privates Eigentum, war aber nicht immer so. Ist halt verkauft worden, das war mal städtisches Eigentum, da hätte man Möglichkeiten gehabt. Und da können Sie noch so sehr auf private Investoren hoffen. Und gut, wenn es in Ihren Händen ist, wird es auch oft nicht besser. Das will ich ja gar nicht sagen, dass das immer die Lösung ist. Aber ich würde wirklich sagen, an diesem Ort sollten Sie doch gucken, dass Sie wirklich die Diskussion mit den Leuten suchen. Das, heute gibt es ja auch noch ein Info- und Unterstützungstreffen in der Perle, wo ich glaube, vielleicht hier oben viele noch mal in die Diskussion weiterführen, was man sich an den Ort wünscht, weil es wäre wirklich schade, wenn es einfach nur einem Hotel zum Opfer fällt.